Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen. Zu jedem Gottesdienst gehört der Lobpreis. Wir haben ihn ganz kräftig schon angestimmt und gehört. Und unser Glaubenslied, das wir miteinander auch gesungen haben. Mit beidem antworten wir ja auf das Wort Gottes. Und das ist jetzt dann auszulegen in der Predigt. Heute an Pfingsten feiern wir das Geburtstagsfest der Kirche, der Gemeinde. An einem Pfingsttag in Jerusalem hat die erste Gemeinde des auferstandenen Herrn Jesus Christus das Licht der Welt erblickt. Wir wenden uns einem Wort des Apostels Paulus zu, das auf den ersten Blick überhaupt nichts Festliches an sich zu haben scheint. Wir finden das im letzten Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Rom. Es handelt sich dabei nur um einen schlichten Gruß. Aber was wäre ein Geburtstagsfest ohne Grüße? Lassen Sie uns mal schauen, ob uns in so einem Gruß, weil er ja in der Bibel steht, nicht doch etwas Besonderes begegnet. Paulus schreibt dort: Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Sie haben für mein Leben ihren Hals riskiert, hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen zu danken, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde, die zu ihrem Haus gehört. Dieser Gruß von Paulus an Aquila und Priska korrigiert zunächst einmal unser Bild, jedenfalls ein Bild, das bei vielen Christen vorherrscht, über den Apostel Paulus. Sie sehen in Paulus oft den Einzelkämpfer, aber das ist gar nicht richtig. Der Apostel war gewiss ein Gigant unter den Christen seiner Zeit, aber er war alles andere als ein Solist. Er arbeitete nie allein. Wir dürfen uns ihn auch nicht eine Minute lang ohne Gemeinden vorstellen und ihre Versammlungen. Paulus war zeitlebens kein einsamer Mensch. Er hatte überall starken Rückhalt in jüdischen Familien und in christlichen Familien. Und wenn ich Familie sage, dann sind das nicht die Kleinfamilien, wie wir sie heute kennen, aus Vater, Mutter und vielleicht 1 bis 4 Kindern. Wir müssen uns vielmehr mehrere Generationen unter einem Dach vorstellen. Es ist verblüffend, wie viele Häuser in diesem Sinn im Neuen Testament im Zusammenhang mit der missionarischen Arbeit des Apostels Paulus genannt werden. Oft gehören diese Häuser den Erstbekehrten in einer Stadt. Das lässt sich sehr schön zeigen am Beispiel der Purpurhändlerin Lydia in Philippi oder bei einem gewissen Jason in Thessalonich oder bei einem Mann mit dem Namen Gaius in Korinth. Der Mittelpunkt in diesen Häusern war eine natürliche Familie, aber um sie herum bildete sich die neue Familie, die Gemeinde des Kyrios Christus Jesus. In seinen Erdentagen hatte Jesus selbst schon über diese neue Familie gesprochen und sie definiert. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das also ist sie, die neue Familie, der Leib Christi, die Gemeindekirche. Sie ist von Gottes Geist von oben geboren und an Pfingsten in Jerusalem sichtbar zur Welt gekommen. Zurück zu den besagten Häusern.
von denen wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte hören, aber auch in den Briefen. In diesen Häusern wurden die Taufbewerber unterrichtet. Hier wurden durchreisende Glaubensgeschwister als Gäste aufgenommen. Hier traf sich die Gemeinde regelmäßig zu ihren Versammlungen und als Höhepunkt in der Woche zur Feier des Gottesdienstes mit dem Herrenmahl. Hierher wurden auch interessierte Menschen eingeladen, die den christlichen Glauben näher kennenlernen wollten und der Kontakt zu ihnen vertieft werden sollte. In einem solchen Haus erfuhren sie nicht nur etwas über Gott und über die Lehre des Evangeliums von Jesus, sondern sie erlebten auch mit, wie ein Leben als Christ ganz praktisch aussieht. Und noch etwas ist nicht zu unterschätzen. In diesen Häusern konnten sie ein Stück lebendiger Gemeindegeschichte antreffen. In jeder Versammlung war sie gegenwärtig, diese Gemeindegeschichte, nicht nur durch die Räume selbst, sondern vor allem durch die anwesenden Personen. Der Lebensweg der Schwestern und Brüder im Glauben, ihre Hinwendung zu dem einen und wahren Gott Israels und zu seinem Sohn, dem Messias Jesus Christus, stand allen deutlich vor Augen. Die Neuen und die am Glauben Interessierten konnten sie alle direkt befragen. Wie bist du Christ geworden? Wie bist du zu dieser Gemeinde gekommen? Was bedeutet dir der Glaube an Jesus? Was erlebst du jetzt mit Gott aktuell? Am Schluss seines Briefes an die Gemeinde in Rom lässt Paulus besondere Grüße an ein Ehepaar ausrichten. Sie heißen, wir haben die Namen schon gehört, Priska und Aquila. Ihr Haus war für die Missionsarbeit des Paulus von unschätzbarer Bedeutung. Ich muss aber genauer sagen, nicht ihr Haus, sondern ihre Häuser, Plural. Denn wir begegnen ihnen an verschiedenen Orten. Doch der Reihe nach. Paulus hatte die beiden zuerst in Korinth kennengelernt. Dorthin hatte es sie verschlagen, weil der Kaiser Claudius in einer urplötzlichen antisemitischen Aufwallung die Juden aus der Reichshauptstadt Rom ausgewiesen hatte. Das geschah im Jahr 49 nach Christi Geburt. Aquila und Priska nun betrieben dasselbe Handwerk wie Paulus. Sie waren Zeltmacher, hatten ein eigenes Unternehmen, waren also selbstständig. In der Antike arbeiteten Zeltmacher überwiegend mit Leder. Das heißt, Aquila und Priska stellten in ihrem Betrieb Zelte her, aus Leder, aber auch darüber hinaus Taschen und Sandalen, Gürtel und Sättel und Zaumzeug für Maultiere und Pferde. Ganz nebenbei erfahren wir noch etwas Erstaunliches. Als Paulus die beiden in Korinth kennenlernt, sind Priska und Aquila längst engagierte Christen. In Rom gab es also bereits eine christliche Gemeinde. Wir haben leider keine Nachrichten darüber, von wem diese Gemeinde gegründet worden ist, wie sie entstanden ist. Nun also in Korinth nehmen Aquila und Priska Paulus in ihrer Hausgemeinschaft auf. Sie geben ihm Arbeit in ihrer Firma. Und er darf zugleich ihr Haus als Basis benutzen für den Verkündigungsdienst. Nach vielen Monaten fruchtbarer Zusammenarbeit mit Paulus zieht das Ehepaar um in die Großstadt Ephesus. Das dürfen wir uns nicht als einen spontanen Einfall der beiden vorstellen oder als einen Schritt aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus oder aus persönlichen Gründen und nicht einmal aus einer privaten geistlichen Überzeugung heraus, sondern ganz anders. Dieser Schritt
war vorher in der Gemeindeversammlung miteinander erwogen und besprochen worden und im Gebet vor Gott bedacht worden, ja errungen worden. Beratungen dieser Art und ihr Ergebnis stecken in einer Formulierung, die uns Lukas im Kontext einer der wichtigsten Gemeindeversammlungen der frühen Zeit aufbewahrt hat. Da lesen wir nämlich: Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. So war es auch hier bei Priska und Aquila. Es ging dabei um die sachgerechte Überlegung, dass Priska und Aquila für die missionarische Arbeit des Paulus in der Großstadt Ephesus in Kleinasien einen verlässlichen Stützpunkt aufbauen sollten. Paulus hat ja ganz entschieden Wert darauf gelegt, dass er wirtschaftlich unabhängig war. Er wollte um der Glaubwürdigkeit des Evangeliums willen weder einzelnen Mitchristen noch einer Gemeinde auf der Tasche liegen. In aller Regel hat er seinen Lebensunterhalt mit seiner eigenen Hände Arbeit verdient. Und aus diesem wichtigen Grund sollten Priska und Aquila ihren Wirtschaftsbetrieb nach Ephesus verlagern. Von dieser Basis in Ephesus aus hat Paulus dann über 3 Jahre hinweg sternförmig viele Einzelreisen in das Landesinnere von Kleinasien unternommen, hat verkündigt, hat missioniert und Gemeinden gegründet. Aber er kehrte immer wieder nach Ephesus zurück. Und dann wohnte er und arbeitete wieder dort für mehrere Wochen im Haus von Priska und Aquila und war Mitarbeiter in ihrer Manufaktur, bis er schließlich wieder von Neuem aufbrach. Als Paulus Jahre später seinen Brief an die Gemeinde in Rom schreibt, sind Priska und Aquila inzwischen also wieder dorthin gezogen, wo sie ihren Betrieb ursprünglich einmal gegründet hatten. Offenkundig hatte der politische Druck in Rom zu jener Zeit wieder nachgelassen. Auch hinter dieser Entscheidung, dass Aquila und Priska wieder nach Rom zurückgegangen sind, dürfen wir die Beratung einer Gemeindeversammlung vermuten. In diesem Fall eben die Gemeinde mit ihrer Versammlung in Ephesus. Wie Paulus lebten also auch Aquila und Priska nicht für sich selbst und für ihre Privatinteressen, sondern sie stellten ihr ganzes Leben konkret in den Dienst des Evangeliums. Paulus bittet die Gemeinde in Rom, ganz besondere herzliche Grüße auszurichten an Priska und Aquila. Und er bescheinigt den beiden etwas erschütternd Schönes. Sie haben für mein Leben ihren Hals hingehalten. Nicht nur ich habe ihnen zu danken, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde, die zu ihrem Haus gehört. Das heißt also, Aquila und Priska haben in Ephesus sogar Kopf und Kragen riskiert, haben Paulus in einer brenzligen Situation beigestanden und sind dadurch selbst in Lebensgefahr geraten. Was sich da im Einzelnen abgespielt hat, wissen wir leider nicht. Nur, dass nicht nur er selbst, sondern alle heidenchristlichen Gemeinden ihnen zu großem Dank verpflichtet sind, das stellt Paulus hier sehr klar heraus. Wahrscheinlich sollte das vorbildliche Ehepaar durch die erneute Übersiedlung nach Rom auch dort wieder eine solide Missionsbasis errichten für den Apostel, denn Paulus plante, sich von Rom als zentralem Stützpunkt aus nach Westen aufzumachen, nach Westen bis nach Spanien, äußerster Rand im Westen vom Römischen Reich. Aber dazu kam es nicht mehr,
weil Paulus bekanntlich in Jerusalem verhaftet worden ist und für seinen Prozess vor dem Kaiser in Rom als Gefangener in die Reichshauptstadt überstellt wurde. Doch noch einmal zurück zu Priska und Aquila. Ihr Haus und ihr Betrieb in Rom, wie schon an anderen Orten, wurde zum Kristallisationspunkt einer Hausgemeinde. Wir müssen uns vorstellen, in der frühen Zeit der christlichen Kirche hing die Entstehung von neuen Gemeinden immer auch davon ab, ob es solche Menschen gab wie Priska und Aquila. Menschen, die mit ihren Familien bereit waren, um des Evangeliums willen in eine andere Stadt aufzubrechen. Unter Umständen auch in ein anderes Land zu ziehen, um dort nach ihren Möglichkeiten eine neue, lebendige Gemeinde aufzubauen. Eine Gemeindezelle zunächst mal als Anfang. Gemeinden aber können nicht auf dem Reißbrett konstruiert werden. Es hängt immer an konkreten Personen, an einzelnen Glaubenden. Das ist auch heute so. Auch die Gemeinde, ihre Gemeinde Mokza, existiert nur deshalb, weil es hier mindestens eine Handvoll wirklich Glaubender gibt, die für die Gemeinde sehr viel einsetzen. Zeit, Kraft und auch Geld. Ich weiß nicht, wie es konkret bei Ihnen aussieht. Ich weiß aber aus meiner Lebenserfahrung, manchmal sind es tatsächlich nur ganz wenige, an denen die geistliche Lebendigkeit einer Gemeinde wie an einem seidenen Faden hängt. Ohne solche Menschen wäre geistlich alles tot. Wie viele es bei Ihnen hier sind, weiß ich nicht, aber Gott weiß es. Und das ist in jedem Fall keine konstante Zahl. Nähe und Abstand zum Zentrum des christlichen Glaubens, zu Jesus Christus. Geistliche Lebendigkeit oder geistliches Schwächeln, das wechselt doch bei jedem von uns immer wieder ab. Und das kann man aus eigener geistlicher Erfahrung, als Lebenserfahrung von sich selber am besten wissen und bezeugen. Und das ist rein menschlich betrachtet ein unkalkulierbares Risiko für den Erfolg des Evangeliums und der christlichen Gemeinde. Und so risikoreich, dass wir Gott fragen möchten, warum hast du das überhaupt so eingerichtet? Warum nimmst du es in Kauf, dass deine Sache in der Welt von so viel menschlichen Unzulänglichkeiten mitbestimmt wird und geradezu davon beeinträchtigt wird? Denn ohne Frage hängt es ja in erster Linie an den Menschen und in zweiter Linie erst an irgendwelchen Strukturen. Gerade Paulus weiß ein Lied davon zu singen. Einerseits ist ganz erstaunlich, wie viele Mitarbeiter er um sich sammeln konnte und wie zugewandt er ihnen begegnet in den Grußlisten, wie er zu ihnen spricht. Andererseits hat Paulus bis in die Tiefen seiner Existenz auch gelitten. Nicht nur an den Widerständen in der heidnischen Gesellschaft damals. Das konnte ja bis zur brutalen Verfolgung reichen. Paulus hat auch gelitten an innergemeindlichen Konflikten und innergemeindlichen Gegnern. Da gab es Mitchristen, die seine Arbeit boykottierten. Da gab es Menschen in der Gemeinde, die sein Vertrauen fürchterlich missbrauchten. Was wir darüber in den Quellen im Neuen Testament erfahren, ist alles so realistisch und so ungeschönt, dass wir kaum in Gefahr geraten, denke ich, das Gemeindeleben damals zu idealisieren und es zu schön zu malen. Und trotzdem bezeichnet Paulus die Christen am Anfang seiner Briefe konsequent als die Heiligen. Das heißt wörtlich als die von Gott in Beschlag genommenen, die Berufenen, die von Gott Geliebten.
Die sind miteinander die Gemeindeversammlung des Volkes Gottes. Entscheidend sind nicht die Fehler, die sie machen. Es wird sie immer wieder geben. Entscheidend sind auch nicht die menschlichen Dummheiten. Sie werden niemals ausbleiben. Entscheidend ist nicht einmal die Anhäufung von Schuld, so furchtbar sie oft sein mag. Gott kann auch mit Schuld fertig werden. Schuld kann vergeben werden. Das alles Entscheidende ist vielmehr, dass jeder in der Gemeinde weiß, dass wir miteinander von Gott berufen sind. Berufen, seinen Plan in der Welt sichtbar zu machen. Um zu ermöglichen, dass die Gemeinden damals ihre Berufung wirksam und mit Ausstrahlung miteinander praktizieren konnten, gab es die geschwisterliche Korrektur im Rahmen von Gemeindeversammlungen. Trotz aller Unzulänglichkeiten wurde den Christen in ihren Versammlungen eine beglückende Erfahrung geschenkt. Und dieses Glück hatte geradezu Suchtpotenzial. Es glückte unter ihnen nämlich etwas sehr Besonderes. Menschen der denkbar verschiedensten Art wurden von Gott zu einer Gemeinschaft zusammengefügt. Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Völkern, mit allen möglichen besonderen Eigenheiten, verschiedensten Traditionen, einer Vielfalt an Sprachen, mit manchmal diametral entgegengesetzten Temperamenten und Mentalitäten. Sie hatten verschiedene Hautfarben. Sie waren vermögend oder arm, begabt und beruflich hochqualifiziert, oder sie kamen aus einfacheren sozialen Verhältnissen und übten ganz schlichte Tätigkeiten aus. Nicht zuletzt gab es für die damalige Zeit den denkbar schärfsten Kontrast unter ihnen, nämlich freie Bürger neben unfreien Sklaven. Und das alles war in ein und derselben Gemeinde zu erleben. Nicht nur die heidnische Umwelt staunte darüber. Auch die Christen selbst spürten, dass sie miteinander an einem Wunder teil hatten, wenn sie in der Gemeinde lernten, einander als Schwestern und Brüder im Glauben an Jesus Christus zu begegnen. Schon um das Jahr 140 nach Christus hat ein Christ versucht, diese Erfahrung mit einem Gleichnis zu beschreiben, in einem Bild also. Interessanterweise spielt er dabei auf ein Gegenbild an zur Geschichte vom babylonischen Turmbau. Er sagt nämlich, die Steine, die aus den verschiedenen Bergen, und damit meint er die Vielfalt der Völkerwelt, in den Turm, das heißt die eine Gemeinde, eingefügt werden, sind zunächst buntfarbig. Aber in dem Moment ihrer Einfügung in den Turm, sprich Gemeinde, nehmen sie alle dieselbe weiße Farbe an. Das Wachstum der Gemeinde Jesu Christi in ihrer Entstehung von Pfingsten her wird also mit einem Turmbau ganz eigener Art verglichen. Ja, es handelt sich um einen geistgewirkten, göttlichen Turm und ganz im Unterschied zu dem tollkühnen Unternehmen beim Bau des Turms in Babylon, wo nach kurzer Zeit sich alles in Chaos auflöste, geht es hier um ein Kontrastmodell. Denn dieser Turm als Sinnbild für die Gemeinde Jesu Christi zu verstehen, ist etwas ganz, ganz anderes. Und darum steht er für die Versöhnung, was ich gerade so sagte, von diesen so vielfältig unterschiedlichen Menschen bis hin zu gänzlich unvereinbaren Charakteren, jedenfalls wenn man es von menschlicher Seite betrachtet. Dieser Turm ist das anschauliche Beispiel für ein gelingendes Miteinander. Besser kann Gott gar nicht zeigen, was sein an Pfingsten über uns ausgegossener Geist kann, was er vermag. Wo wir diesem Geist
von Pfingsten Raum geben, sich zu entfalten, da wächst auch heute echte Gemeinde mitten unter uns. Und mit der weißen Farbe in dem Gleichnis, da ist kein langweiliges Einerlei gemeint. Warum? Es ist ja nicht der Gegensatz zu bunt und vielfältig und toll und plural, sondern das Weiß trägt ja bekanntlich das Spektrum aller Farben in sich. Alle Farben, die in der Schöpfung vorkommen, sind in dem Weiß vereint. Und genau aus diesem Grund ist das Weiß zur Symbolfarbe geworden für die durch das Kreuz Jesu Christi Erlösten und in ihm Vollendeten. Nicht zufällig ist dieses Weiß die Farbe des Taufkleides oder auch der Chorkleidung. Unsere überaus kostbare Berufung als Getaufte ist es, miteinander Gemeinde Jesu Christi zu sein. Vom Geist Gottes immer wieder neu beatmet und so ein Zeichen seiner nimmermüden Gnade. Genau das feiern wir an Pfingsten. Und nun meine letzten zwei Sätze. Dafür danken wir Gott ganz besonders an diesem Geburtstagsfest der Gemeinde, an diesem Geburtstagsfest der Kirche unseres Herrn Jesus Christus. Und in seinem kostbaren Namen grüßen wir heute alle einander in diesem Gottesdienst, ihm, dem dreieinigen Gott, dem Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist, sei alle Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.